Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter auf Streifzug durch das Polizeirevier. Und genau, hatten wir letztes Mal hier diesen abgestürzten Heli gefunden, haben einen Ventilgriff gefunden und mit diesem Ventilgriff können wir jetzt mal da hinten ein bisschen rumspielen. Würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Genau hier, Ventilgriff. Leon, benutzt das. So, er kurbelt. Und was passiert? Der Wassertank sollte eigentlich platzen. Jawohl. Sehr schön. Alles klar, der Wassertank ist geplatzt und wir nehmen das den Ventilgriff wieder mit. Okay. Apropos Kurbeln. Wir haben in der letzten Folge das dritte Stockwerk des Polizeireviers gefunden. Beziehungsweise, was ist jetzt hier? gefunden. Aber da konnten wir nicht weitermachen, weil wir da die einen Zahnrad brauchen. Aber die Kurbel ist dafür weg. Deswegen nicht wundern. So, was ist hier? Muni. Sehr schön. Können wir sehr gut gebrauchen. Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Ja, das Feuer ist jetzt aus. Das heißt, wir können da drinnen weiter gleich. Aber erstmal nachladen. Genau, wir hatten beim letzten Mal auch noch unsere Waffe erweitert. Mit einer wunderschönen Auto-Aim-Funktion. Das ist wirklich, wirklich gut. Und genau, haben unser Auto-Aim eingeschaltet in Einstellungen. Und ja, hier waren Vögel. Genau, hier sind sie auch nach wie vor, die Vögel. Leon, lauf einfach durch. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Das muss nicht sein. Die haben mich beim nächsten Mal auch übelst erschreckt. Und ja, Gott sei Dank sind wir da jetzt gut rum vorbeigekommen. So, hier war ja die Stelle, die beim letzten Mal gebrannt hatte. Mit dem brennenden Zombie. Und, genau. Jetzt ist hier dieser Hubschrauber quasi gelöscht. Aber, das sieht schon echt übel aus, was da passiert ist. Aber hier ist noch eine Tür. Sowohl der Hubschrauber als auch die Türe sind völlig zerstört. Sieht nicht so aus, als käme man noch irgendwie auf die andere Seite. Wirklich nicht, Leon? Wirklich nicht. Okay, alles klar. Ich glaube, hier könnte dann... Ah, ich spoiler mal nicht. Geh da rein. So. Gucken wir mal, was hier hinter ist, ne? Hinter diesem Helikopter. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Ein neuer Raum. Vernachlässigt und völlig eingestaubt. Okay, was haben wir hier? Shotgun-Muni. Geil. Okay. Können wir sehr gut gebrauchen auch. Auf dem Regal ist nichts Nützliches. Oh, wieder diese mysteriöse Mucke hier. Noch ein Farbband. Okay. Okay, schaut mal hier. Was haben wir da? Da blinkt irgendwas. Ein Revierschlüssel. Und zwar der Karo-Schlüssel, der pinke Karo-Schlüssel. Geformt wie das Karo auf eine Spielkarte. Der Karo-Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir auf die Karte gucken, hier oben nichts machen, sondern da unten diese zwei pinken Karo-Türen können wir erkunden. Dann können wir das doch einfach mal machen gleich. Aber erstmal hier. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, okay. Was ist das? Eine Steinstatue in voller Rüstung. Am Sockel steht Tyrannus der Tapfere. Er wacht mit zwei Lichtern. Okay. Lichter also. Ein Frauenrelief. Da ist ein etwa faustgroßes Loch zu sehen. Ja,
Ja, schlag mal rein, Leon. Nein, Quatsch, das wird dir wehtun. Genau, hier auch. Aber ihr seht, die sind rechteckig geformt. Faustgroß. Wir haben doch diese Edelsteine gefunden. Ganz genau, die brauchen wir jetzt. Die brauchen wir jetzt. Wir haben uns ja schon länger gefragt, wofür wir die brauchen, aber... Das ist die Rätselslösung. Das ist das Rätselslösung. Perfekt, also dann können wir ja hier direkt... Hier war das, glaube ich, ne? Können wir direkt holen, ist kein Thema. Hier war doch der Safe-Raum, ganz genau. Und die Kiste, da liegt auch noch ein Farbband, das nehme ich auch nochmal mit. Wir werden hier gerade zugeschüttet mit Farbbändern irgendwie. Aber ja, muss auch sein. So. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 2. Wie wir jetzt hier weiter das Polizeirevier erkunden. Genau diese Dinger, Leute, die meine ich. Die müssen wir mal mitnehmen. Die Shotgun-Muni, die kann raus. Dann würde ich sagen, passt das. Mach mal ein bisschen Ordnung hier. Soll ich eine Heilung mitnehmen? Ich glaube nicht. Shotgun ist aufgeladen, passt. Okay, wunderbar. Dann können wir da mal diese beiden Edelsteine einsetzen. Wunderbar. Und ja, das Projekt kommt ja nach wie vor sehr gut bei euch an, finde ich echt super. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich da wirklich happy bin über jede Beteiligung. Und da kommen ja auch immer so wertvolle Tipps von euch. Wie auch das Easter Egg, was wir beim letzten Mal gefunden haben, mit einem Bild von Rebecca drauf. Das war auch sehr cool, wo wir da 50 Mal auf den Schreibtisch von Wesker drücken sollten. So, Leon. Mach rein den Mist. Passt genau. Passt genau rein hier, so. Das gleiche auch nochmal auf die andere Seite. Und dann gucken wir mal, was passiert. Was haben wir denn da? Er öffnet seinen Brustkorb. Was ist das? Ein Königsstecker. Nochmal so ein Schachstecker, so wie wir vor 2 Folgen gefunden haben. Okay, eine Art Stecker in der Form eines Schachkönigs. Okay, den werden wir jetzt allerdings erstmal nicht brauchen. Den werde ich nach wie vor auch in die Box ablegen. Ist für später, kann ich euch jetzt schon sagen, aber ist halt interessant, ne, dass wir jetzt so verteilt hier diese Schachstecker schon bekommen. Wofür die wohl sind. Höchst mysteriös. Alles klar. Aber wir haben ja jetzt noch was zu tun. Wir müssen ja die Karo-Türen hier aufmachen und draußen fährt Motorrad. Okay, Story-Items hier. Waffen oben, Heilung unten. Passt. Ja, speichern wir mal ab. Kommt. Wir haben viel gemacht. Nutzt das Farbband hier. Ich speichere auch nochmal so ab, aber für den Stil. So. Alles klar, liebe Freunde. Und der Warteraum wird eigentlich zusammengeschrieben, aber gut, was soll's. Die Entwickler waren keine Deutschen. Gut, dann können wir weitermachen. Alles klar, raus hier. Nach unten und in die 2 Karo-Türen. Ja, und wenn wir die Türen gemacht haben, dann haben wir eigentlich auch alles gesehen, oder? So ziemlich. Na, oben das halt noch, ne? Aber dann haben wir... Da sind noch 2. 3 Räume. Aber dann haben wir echt so gut wie alles schon gesehen. Und das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil, solange wir hier im Polizeirevier sind, ist es halt noch sehr gemütlich, sag ich einfach mal.
Und raus hier will ich ehrlich gesagt gar nicht. Also habe ich keine Lust. Wirklich keine Lust zu. Aber klar, irgendwann werden wir hier raus müssen. Und naja. Sonst wäre es ja auch ein bisschen eintönig, ne, für Resident Evil. Das heißt, ja, erstmal hier durchlaufen. So, kommt jetzt hier wieder irgendwo was rausgesprungen? Nö, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ne, rechts und dann links rein. Okay. Diese geile Mucke hier, echt. So. Dann, Leon. Du kannst einem schon leid tun, ganz alleine hier in diesem Polizeirevier zu sein. Ich würde ausrasten, echt. Ich würde hier sowas von ausrasten. Aber Leon ist halt ganz tapferer. So, hier. Karo-Schlüssel benutzt. So, dann gehen wir da rein. Das ist eine Zelle oder so. Die andere Seite des Verhörzimmers. Okay. Alles klar. Dann, was ist das denn hier? Kabel. Was zur... Wofür denn jetzt Kabel? Hä? Okay. Da ist ein Heilungsspray. Okay. Nimm das auch mal mit. Erste Hilfe-Spray, sehr schön. Zum Glück haben wir Itemplatz freigemacht. Und? Was haben wir hier? Noch ein Schachstecker. Mein Gott, haben wir schon drei Stück von denen. Der Turmstecker also. Okay. Ah! Boah! Scheiße. Sorry, Leute. Ich habe mich halt einfach erschrocken. Dieser Scheißlicker hier. Ach, ey. Dass die Schreckeffekte auch immer so laut sein müssen. Alter. Okay. Wir haben es aber gut überstanden. Ja. Er ist hier rausgesprungen gekommen. Alter Schwede. Wie soll man denn darauf vorbereitet sein? Zum Glück haben wir, wie gesagt, eine voll geladene Schrotwurme dabei. Puh, okay, alles klar. Diese Kabel. Wartet mal, ich muss mich mal gerade erholen hier. Puh, einmal komplett auf die andere Seite, ne? Ach, genau, ich weiß... Jetzt hier nochmal was raus, ey, bitte nicht. Ich bin schon voll nervös jetzt. Oh Gott. Shit. Boah, das hat mich gerade übel erwischt. Ich hoffe euch auch. Aber wobei, ich glaube, wenn ihr den Teil kennt, ihr wusstet genau, was da kommt. Von daher, ja, hat's nur mich erwischt scheinbar. Ja, wobei, ein paar Zuschauer von euch kennen den Teil auch noch nicht. Von daher, ja. Puh, das war schon... Das war ordentlich, ja. Nicht schlecht, Capcom. Nicht schlecht. Dann auch immer so laut, ne? Dass dir deine Ohren wegfliegen, wenn das kommt. Das ist immer so... Ja, ich weiß auch nicht. So. Kiste. Brauche ich nochmal. Den Schachstecker. Rauslegen. Kabel, ja, werde ich gleich benutzen. Die Heilung kann raus. So, die Heilung da oben, die hat da gar nichts verloren, meiner Meinung nach. So, genau. Wunderbar. Ein bisschen Ordnung halten. Wie gesagt. Ja. Sieht gut aus. Nee, wartet. Zwei Shotgun-Schuss. Die reichen für keinen Licker. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und lad die nochmal nach. Verbinden, weil so oft brauchen wir die zum Glück ja noch nicht. Alles klar, dann pack die Muni wieder raus, Leon, und weiter geht's. Perfekt. Alles klar. Boah. Boah, dieser Leaker gerade. Mein Herz pocht immer noch.
Musik tut ihr Übriges hier. Genau, die Kabel brauchen wir hier. Stimmt. Hier war ja das Kabel durchtrennt, ne? Für diesen An-Aus, für diesen Auf-Zuschalter hier. Genau. Muss nicht, das Kabel ist durchtrennt. Ja, Leon, dann setz mal das Kabel ein. Oh, das ist angenehm. Oh. Oh. Das Kabel kriegt bald einen Kurzschluss. War das jetzt gut, was ich da gemacht habe, oder? Okay. Okay, passt. Okay, wunderbar. Wir haben hier zumindest zugesperrt. Das heißt, dass von hier aus keine Zombies kommen. Okay. Das ist schon mal Gold wert. So. Ja, einmal durch. Okay. Puh, Freunde. Das war schon was gerade, aber geschafft. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die letzte Tür hier an. Hätte ich es vielleicht hier nutzen sollen, aber hier ist ja gar keine... gar kein Kabeldings. Ich habe hier immer Respekt, wenn ich hierher gehe. Ey. So. Aber jetzt die letzte Karotür und dann müssen wir mal gucken, was wir da kriegen. Da hinten die, oder? War das die? Ja, das war die. Nutzlos, ablegen, weg damit. Krass, dann haben wir schon Pik und Karo fertig. Brauchen wir jetzt nur noch Herz und Kreuz. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. Ach du Heilige! Okay. Das sind zu viele. Es sind zu viele. So. Okay, gut. Ich habe nämlich keine Ahnung, aber ich habe keinen Bock, von euch gebissen zu werden. So. Okay. Okay, alles klar. Leon, die sind tot. Wunderbar. Einer schlufft da aber noch. Lass ich erstmal. Ich möchte es erstmal hier erkunden. Oh. Shotgun-Muni, geil. Alles klar, läuft. Da kriegen wir auch immer mehr von. Was haben wir hier noch? Das Schloss ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Das heißt aber, wenn wir das richtige Item kriegen, dann lässt sich das öffnen. Ah, oh Gott, Leon hat schon geguckt. Okay, wunderbar. Steht er nochmal auf? Der steht natürlich nochmal auf. Na komm, steh auf. So. Man kann auch zwei Schüsse abgeben, ne? Das finde ich ja auch so geil. Man kann sich das echt... Ah! Gut. Puh. So. Boah, ey. Krass. Leon, lebt der noch? Der lebt noch. Lad nach. Boah, was sind hier viele, viele Zombies drin. Natürlich, ey. Ja, ja, ist gut. Alter Schwede. So, schau dich das an, ey. 1, 2, 3, 4, 5 Zombies in diesem Miniraum. Da geht die Muni weg, sag ich euch. Aber wir sind nicht gebissen worden. Das ist es mir wert. So, was haben wir denn hier? Gibt's hier irgendwas? Oh, was ist das denn? Noch ein Film? Okay. Das ist jetzt wirklich interessant, dass wir jetzt hier noch einen Film kriegen. Okay, ansonsten ist hier nichts. Hier ist noch eine Tür drin, ne? Ah, eine Abkürzung. Ja, perfekt. Ist eine Abkürzung. Schloss geöffnet. Ha. Okay. Wunderbar. Ah, dieser Raum. Erinnert ihr euch vom Anfang? Erstmal grünes Kraut auf jeden Fall. Erinnert ihr euch? Hier war doch dieser Typ, dem wir da geholfen haben am Anfang. Der Polizist, der hier noch am Leben war. Oh, was für eine Mucke, ey. Das heutige Datum.
Alter, ja, ist ja gut. 29. September, Michaelisfest. Okay, was haben wir hier? Willkommen, Leon. Guckt mal, das Blaue da, richtig cool. Seht ihr das da? Willkommen, Leon. Süß. Die Kollegen, die scheinen ja richtig nett gewesen zu sein hier. Gut. Es gibt nur diesen einen Raum, der noch neu ist, ne? Genau. Geradeaus, die können wir aufmachen, die Tür. Aber hier liegt was, was wir lesen können. Memo an Leon. Ah. An Leon S. Kennedy. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können und werden versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord. Die gesamte Belegschaft des PRC. Oh. Das ist aber nett von den Leuten hier. Die scheinen echt korrekt zu sein hier. ja. Drüben am Empfang gibt es einen Warteraum. Ah, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist die Kiste. Okay. Muni. Ja. Sehr gut, brauchen wir. Ja, wo ist denn jetzt der Typ? Der Typi. Der jetzt hier, dem wir hier geholfen haben am Anfang. Wo ist er denn? Okay, ist hier noch irgendetwas? Oh Gott. Nichts Verdächtiges. Oh Gott, guck mal, den Zombie. Der hat keinen Kopf mehr. Und da drin. Schaut mal. Lebst du noch, Kollege? Lebst du noch? Lebst du noch? Oder? Nein, er lebt nicht mehr. Okay, wir sind also zu spät. Alter Schwede, ist sehr schnell. Okay, dann. Okay, er lebt noch. Dann steh halt auf. Und Leon, verpasst ihm zwei Schüsse. Scheiße. Der hat's nicht geschafft. Der Kollege. Den konnten wir nicht mehr retten. Das ist, der hat sich genau dann verwandelt, als wir ankamen. Ui. Der Herzschlüssel. Der rote Herzschlüssel. Geformt wie ein Herz. Genau. Oh, cool. Wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Ja, tut mir leid, Kollege. Aber du hast dich ja selber eingesperrt. Also was soll das dann? War doch... Ja. Gut, ich weiß halt nicht, ob er noch zu retten gewesen wäre. Aber... Ja. Es ist halt jetzt... blöd gelaufen irgendwie. So, hier sind wir reingekommen. Dann haben wir jetzt unseren Herzschlüssel. Wir können hier in die Haupthalle. So, mach das auf. Dann Karte. Ja, okay. Das heißt... Ah, nee, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir wollen nochmal den Film entwickeln. Stimmt, stimmt, stimmt. Stopp, ich muss zurück. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin? Ah, stopp. Ich muss einmal zurück. Einmal zurück, einmal zurück. Wir haben jetzt eine Abkürzung hier geschaffen. Den Film will ich noch entwickeln. Und dann ist die Folge auch schon wieder voll. Oh Mann. Oh, diese Mucke hier ist auch so übertrieben, ey. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. So. Ja, langsam kriege ich auch Hunger. Wie gesagt, es ist Nachmittag und naja. Ich kriege meistens so um 12 Uhr Hunger, jetzt ist 3. Von daher. Ja. So, seht ihr das? Das ging doch schnell. Gut, dann gucken wir uns mal den Film an. Was der besagt. Wir haben ja Film D schon gefunden. Gut. Brauchst du irgendwas aus der Kiste? Nee, das passt eigentlich. Ja, wobei soll ich die Shotgun-Muni mitnehmen? Das, was da kommt, ist, glaube ich, heftig. Von daher, ja. Pack das Messer hier unten. Ich glaube, ich werde von jetzt an die Shotgun-Muni mitnehmen. Fühle ich mich einfach sicherer. So, dann.
Wollen wir mal den Film hier entwickeln? Was haben wir denn da? Film A. Oh, du Scheiße. Was ist das denn schon wieder? Ach, Umbrella, ernsthaft. Code G-Experiment. Menschlicher Körper, 15.09. 15.24 Uhr. Na toll. Ja, das ist heftig. Film A. Ja, ihr seht, was das war. Ne? Das war ein Arm und der hat sich irgendwie entwickelt. Sah ziemlich eklig aus. Umbrella halt, ne? Die machen ja immer so ekelhafte Dinge. Gut, Freunde, würde ich sagen, staffe ich jetzt noch kurz zur Herztür. Und ja. Werde ich mal gucken, was jetzt hier noch so gebacken ist, ne? Ja, wie gesagt, das Bild, das beunruhigt mich schon. Ist für diese ekelhafte Musik hier in diesem Raum ernsthaft? Hier ist doch nichts. Mensch, hier ist doch nichts. Hier war doch nur der Kollege, wo man sich aber schon denken konnte, dass man dem nicht mehr helfen kann. Alles klar. Ja, Freunde, wir machen Fortschritt. Tatsächlich. Wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles von dem Polizeirevier schon gesehen. Und kümmern wir uns jetzt noch um die... Beziehungsweise in der nächsten Folge. Kümmern wir uns um die offenen Türen, die da noch sind. Okay. Muss ich da auch da rechts hin? Oder wie war das nochmal hier? Nee, hier rein. Stopp. Hier rein. Hier in dem Büro, genau, stimmt. Die einzige Herztür. Da fehlt ja noch der Kreuzschlüssel, ne? Ah, hier in diesem Büro war das. Okay. Genau, mit dem Deckenventilator, den ich da verrückt macht, ey. So. Ganz genau, liebe Freunde, hier ist die Herztür. Allerdings, wie es hier dann weitergeht, würde ich sagen, sehen wir da beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Lasst ihr gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's immer, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.